Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren gespendeten Mega-Opening. Heute haben wir wieder mal eine Sendung vom lieben Thomas, aka Realistic Yu-Gi-Oh! Und was uns diesmal mitgesendet hat, das erfahren wir nach dem Intro. So, Auwe, das sieht wieder nach einer ganzen Menge Inhalt aus. Ja, der liebe Thomas hat gesagt, er hat halt das Ganze wieder getrennt, so nach Highlights und normalem Stuff. Ich glaube mal, das kleinere werden die Highlights sein und irgendwo müsste auch die Adresse, glaube ich, hinten draufstehen. Ich glaube, das ist das hier, so wie sich das anfühlt. Das legen wir mal zur Seite und dann schauen wir mal rein. Ach du Scheiße! So, um es den Ungeduldigen unter euch etwas erträglicher zu machen, fangen wir mal mit dem kleinen Part hier an, von dem ich ausgehe, dass es sich um die in Anführungszeichen Highlights handelt. Ne? Okay, ist tatsächlich diesmal ein etwas dickerer Stapel. Wir gucken mal, was uns erwartet. Wahrscheinlich wieder unglaublich viel Duelist Saga Stuff, weil davon hat er ja immer noch eine Menge zu Hause und macht das liebend gerne auf. Ich glaube, das ist sein Lieblingsset, habe ich das Gefühl. Und dann schauen wir mal. Da haben wir einmal Jinzo in... Dusa, also in Ultra, in Parallel Ultra Rare, würde ich mal sagen, aus Duelist Saga. Dann haben wir einmal die Mirror Force, auch gut, also das sind wirklich gute Karten. Imperial Order zweimal, also das sind in der Tat keine schlechten Karten, Leute. Keine schlechten Karten, zweimal Imperial Order, mega nice. Dann haben wir Tal der Toten, auch fett, zweimal. Also das sind wirklich Highlights, würde ich mal sagen. Dann haben wir vorbereitende Ritualkunst. Ernste Warnung, klar. Ernste Warnung, auch mega cool die Karte. Okay. Dann haben wir Castell. Aus BLLR haben wir. Aus BLLR haben wir tatsächlich auch eine geile Karte, nämlich Neo Weltraum Aqua Dolphin. Ja, das ist eine mega schöne Karte. Kam, glaube ich, damals aus Power of the Duelist, wenn mich nicht alles täuscht. Legen wir auch mal gleich an die Seite. Dann haben wir Wiedergeburt in Secret Rare zweimal. Holy shit! Schaut euch das mal an, mega geil, mega fett. Legen wir mal eine hier hin, eine möchte ich mal kurz angucken. Wir kennen ja die Prismatic Secret als Promo, aber das ist tatsächlich eine aus dem Booster sozusagen, also aus dem BLLR Booster. Mega cool. So, die legen wir uns auch hier schön raus. Habe ich ja auch schon wieder was Krasses gesehen, nämlich Feierlicher Schlag. In Ultra Rare, der geht bestimmt auch den ein oder anderen Euro. Zweimal mega fett, Leute. Schaut euch das mal an. Also das nenne ich wirklich mal Highlights. Dann haben wir Feierliches Urteil. Hat tatsächlich auch ein Ultra Rare Reprint bekommen in Battles of Legends. Mega cool. Auch zweimal. Au, aufrichtiger Neos. What the fuck? Wisst ihr, was diese Karte geht? Die geht ja schon aus Duelist Saga fast 4 Euro. Und in Secret habe ich sie tatsächlich noch gar nicht. Mega schön die Karte. Guckt euch das mal an, Leute. Im Prinzip total simpel, ne? Die haben einfach einen normalen Elemental Neos genommen, haben den Flügel hinten aufgesetzt, aber das sieht einfach mega schön aus. Ich denke mal, das wird auch die Karte sein, die in die Community beinahe wandert, wenn da nichts Besseres kommt, aber sehr cool. Nummer 90 Galaxie Augen Photonherz. Der wird, glaube ich, wieder spielbar werden durch die Master Rule 5, würde ich mal sagen. Dementsprechend tatsächlich Wertsteigerungspotenzial. Sehr, sehr cool. Dann haben wir Trickster Reinkarnationsnelke. War das nicht sogar eine Karte aus Code of the Duelist ursprünglich? Aber ist auch eine schöne Falle. Dann Oberster König, Drachen, Finstergewürm in Secret. Die war, glaube ich, auch irgendwo bei 3 Euro oder so. Also das ist wirklich mega fett. Das ist unglaublich fett. Alter Leute, guckt euch das mal an. Drachen, Finstergewürm ist eine sehr, sehr schöne Karte, muss ich sagen. Sehr cool. Das ist so eine Karte, selbst wer die Karte per se nicht kennt und der Secret Rare Effekt lässt sich hier fast gar nicht einfangen. Holen wir sie mal raus. Ich weiß nicht, ist die Beleuchtung heute irgendwie schlecht? Okay, die ist auf jeden Fall Secret Rare. Aber selbst wer diese Karte so per se nicht kennt, sieht auf jeden Fall direkt am Artwork, dass es sich dabei um eine Karte aus der GX-Zeit handelt. Ne? Das erkennt man einfach. Man erkennt es einfach. Man hat dann ein gewisses Gefühl dafür. Mega cool. Dann haben wir Cybernotfall. Das war, glaube ich, auch eine recht preishohe Karte ursprünglich. Dann haben wir Drachenmädchen Hünke.
Einzelfeuerblüte aus Mystic Fighters, auch cool. Silent Backdoor aus Mystic Fighters. Oh, aus Chaos Impact. Heulen der losgeketteten Seelen. Mega schön. Ey, geil. Booster Holos, Leute. Booster Holos. Was wünscht man sich mehr? Dann geht's hier weiter. Belohnung. Mit Doppel-L als Anspielung auf Bellen. Auch cool. Die haben wir hier gleich zweimal. Auch aus Chaos Impact. Mega schön. Mega schön, Leute. Dann haben wir hier Mystical Beast Garuda. Schaut euch das an, Leute. Mystisches Ungeheuer Garuda. Ich liebe diese Karte, Alter. Die ist so unglaublich schön. Nice. Die kommt aus Extreme Force tatsächlich. Dann haben wir, ja, die Karte, die bedauerlicherweise so dermaßen zu Tode geprintet wurde, dass sie aus Dark Saviors nichts mehr geht. Hier auch aus Battles of Legends. Himmelsjäger Mech Witwenanker ist tatsächlich eine Karte, die meiner Meinung nach recht oldschool aussieht, hauptsächlich wegen ihrer Farbgebung. Wegen diesen braunen Tönen, sehr cool. Dann haben wir Hatronade. Hatronade ist auch cool, aus dem Adventskalender sogar. Mega schön. Oh, nice, Geisterogre und Schneehase aus Dual Power. Hey, das ist auch eine Karte, die was geht, Leute. Das ist auch eine Karte, die was geht. Richtig krank, Leute. Mega nice. Aus Dupo. Sehr fein. Dann haben wir den Inspector Border aus Duelist Devastator. Der erste Reprint der Karte, meines Wissens nach. Ich glaube, den gab es halt nur wirklich aus Extreme Force. Und ich glaube halt aus dem Megapack, wenn mich nicht alles täuscht. Dementsprechend gar nicht mal so schlecht, dass der für viele zumindest einen Reprint bekommen hat. Wobei er in Secret Rare auch nicht viel wert war. Also ich muss sowieso mal mit euch über diese ganze Reprint-Thematik sprechen. Das ist ja ohnehin so ein bisschen so ein Streitthema, würde ich mal sagen. Vor allen Dingen so diese ganzen Spieler, die sich halt nicht viel leisten können, die freuen sich drüber. Sammler kriegen beim Wort Reprint schon das kalte Grausen, so wie bei mir halt auch. Aber gut, er wurde wenigstens nicht mehr in Secret Rare reprintet, sondern halt in Ultra Rare. Das macht es schon mal ein bisschen erträglicher. Dann haben wir Zauberstab der Wunder. Sehr gut. Oh, nice, Leute. Boah. Erwachen des Erzunterwäldlers. Nein, wie geil ist das denn? Ihr wisst ja, ich liebe diese Karten. Ich habe sie schon geliebt, dass sie damals in diesem einen japanischen Packers Kamen rausgekommen ist. Habe sie aber nie bekommen damals. Schrei des Erzunterwäldlers haben wir jetzt. Und zweimal Aufstieg des Erzunterwäldlers. Leute, krass, krass. Also das nenne ich Bonus, Leute. Das nenne ich krasse Highlights. Krasse Highlights, nicht Bonus, sondern Highlights. Schaut euch das mal an, Leute. Fett, oder? Mega fett. Mega fett. Also... soweit mal für alle, die es nicht erwarten konnten. Ich weiß ja, es gibt immer mal wieder die, die denken sich, das ist den ganzen Quatsch, da kann ich gleich abschalten. Und da es in meinen Augen keinen Quatsch gibt, aber offensichtlich in den Augen vieler anderer, habe ich mich diesmal dazu entschlossen, die Highlights quasi schon am Anfang sozusagen zu präsentieren. Mega cool, echt mega, mega cool. Machen wir weiter. Holy shit, Leute. Boah, sind das viele Pakete, die da drin sind. Alle eingesleeved. Ich muss tatsächlich nicht mehr sleeven. Ich weiß nicht, hattest du die sonst nicht immer nicht eingesleeved gehabt? Weil ich finde das cool. Ich habe so wirklich keine Arbeit. Hexe Trude finde ich wesentlich schöner als Prinzessin. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Lichter hier irgendwie falsch stehen. Weil ich kriege den Secret Effekt immer kaum gecatcht. Sag nur mal, wie ihr das dann empfindet. Unendliche Maschine zweimal, auch cool. Eisernes Ziehen, alter Falter, Leute, gönnt euch das Artwork, Leute, gönnt euch dieses Artwork. Ist das nicht schön? Alter Vater, das ist mal wirklich eine moderne Zauberkarte, die einfach mal alles richtig macht im Design. Alter Schwede, ist diese Karte schön. Holy shit, das ist für mich ein Highlight, Leute, das ist für mich definitiv ein Highlight, das lege ich mir definitiv mal raus. So. Dann haben wir Glorreiche Nummer, auch ein sehr, sehr schönes Artwork. Ruhezustand Rache, der war mal ein bisschen was wert, ich glaube 4-5 Euro oder so. Aktuell dürfte es aber nicht mehr sein, trotzdem sehr, sehr schöne Karte. Kartenkavallerist, auch zweimal, mega cool. Ruf der Würfel, auch eine sehr schöne Karte aus Battles of Legends. Dann haben wir Kürbiskutsche, das ist dieses Märchenthema. Ja, das kommt ja auch eigentlich aus Duel Monsters, das ist eigentlich relativ oldschool. Aber... irgendwie, da die Karten damals nicht rausgekommen sind, kommt hier kein Retro-Feeling auf bei mir. Versteht ihr, was ich meine? Also nicht in dem Sinne, wie es halt eigentlich früher war. Bei dem jetzt schon eher, weil er halt auch vom Design her passt, aber zum Beispiel bei dem, das könnte auch eine moderne Karte sein. Ist halt so, ne? Es macht halt einfach sehr viel aus, was man so in der Kindheit gesehen und erlebt und aufgenommen hat. Da haben wir hier auf jeden Fall zweimal Eisenhand, auch Eiserner Ritter, sehr schöne Karte, zweimal Eiserner Käfig, natürlich im alten Stile eine Zauberkarte, sehr, sehr schön.
Mega nice. Dann haben wir Schwertkämpfer der Litmus, verdammt. Ich glaube, das ist sogar eine Ritualmonsterkarte aus GX damals. Inklusive dem Ritual, okay. Geboren aus Draconis. Erinnert mich immer irgendwie so an Game of Thrones vom Namen her. Weil sie hat immer Dracarys, glaube ich, gesagt. Und Draconis klingt halt so ähnlich. Cyber Etanin. Okay, war mal die Jump-Promo. Cyber Larve gab es aus der Legendary Collection 3 damals. Zerstörungsziehen zweimal, auch mega nice. Michion, Herr der Zeit. Raphion, Herr der Zeit. Sandion, Herr der Zeit. Metatron, Herr der Zeit. Also wir haben hier 4 Timelords. Auch mega schön. Die Timelords finde ich sowieso irgendwie ein bisschen cool. Also ich finde die neueren tatsächlich cooler als die älteren, muss ich sagen. Wobei der hier aus Futon Shockwave in Secret Rare natürlich auch echt Sahne ist. Ne? Dann haben wir Hayate, der Erdstern. Zweimal, dann Tenma, der Himmelsstern, auch zweimal und Kaiki oder Kaiki, der Einheitsstern. Dann haben wir Idaten, der Eroberer Stern und Shura, der Kampfstern. Also die beiden gefallen mir ja sowieso relativ gut vom Design her. Ich weiß gar nicht, ist das ein Oldschool-Thema gewesen oder nicht? Oder ist das neu? Ich bin jetzt gerade nicht sicher. Und natürlich, mega nice, reißender Tribut. Ob es den Reprint jetzt nochmal gebraucht hätte in Ultra Rare, weiß ich nicht. Aber das ist natürlich, ja, braucht man gar nicht diskutieren, das ist eine krasse Karte. Legen wir uns selbstverständlich raus. Nächstes Pack. Und ich sehe schon, wir haben hier einen Cyberdrachen. Ein Cyberdrachen Reprint in Ultra Rare kam ja ursprünglich, gab es hier den Ultra Rare aus der Legendary Collection, glaube ich. Jetzt haben wir ihn hier nochmal aus Battles of Legends. Das ist natürlich für mich ein absolutes Highlight, haben wir hier zweimal. Ich finde sowieso diese ganzen GX-Karten, wo so bekannt waren, sag ich mal, die fand ich halt mega cool. Auch hier Neo-Weltraum Air Hummingbirds, auch eine geile Karte, aber den legen wir jetzt mal nicht raus. Genauso wie den Neo-Weltraum Dark Panther, der aus Power of the Duelist in Ultimate Rare ist halt einfach ein absoluter Traum. Unglaublich cool. Dann haben wir Kontakt Wandeln zweimal. Dann Sevion, der ultimative Zeitherrscher, auch cool. Noritu, der moralische Führer, war eine Secret Rare Number Hunters, sah in Secret Rare auch mega nice aus. Künstlerzauberer Schadensjongleur, ich muss sagen, diese Künstlerzauberer, so kindlich sie auch aussehen, die gefallen mir sehr gut. Auch der hier, da gibt es noch so einen anderen, der einen Handstand macht, die finde ich einfach mega cool. Ja, mega cool. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie, trotzdem sie so lustig aussehen, haben sie einfach was wahnsinnig Makaberes, findet ihr nicht? Also ich find's geil, ohne Witz. Dann haben wir Altergeist Hexia. Die wurde ursprünglich, war das aus Extreme Force? Ich bin mir nicht sicher, aber es war auf jeden Fall ein Super Rare Print im Originalset. Und die hatte relativ schnell nach ihrem Originalprint dann tatsächlich den Upgrade auf Ultra Rare. Altergeist Erscheinung war auch eine Super Rare. Das ist übrigens das, was ich Konami immer so ankreide, dass sie alle so blaulastig halten. Wirklich, wir haben ja eigentlich nur blau, 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 blau und weiß. Furchtbar. Psi, Hüllentreiber, das ist zum Beispiel eine sehr schöne Karte, freut mich auch, dass mal wieder eine Vanilla dabei ist. Dann haben wir Pyrorex, der Elementarherrscher, das war glaube ich eine Secret aus Cosmoblazer. Windrose, der Elementarherrscher. Oh, edler Ritter Merdraut, zweimal. Der ist tatsächlich für mich ein Highlight, einfach weil er optisch punkten kann. Mega cool, den möchte ich jetzt auch mal rauslegen wieder. Zweimal Merdraut, Leute. Sehr schön. Edler Ritter Trupp sieht auch schön aus, ist für mich aber kein Highlight optisch, da gibt es definitiv schönere. Zombie des Gleichklangs, auch sehr schön. Dann haben wir Finsterlord Nasten, die kamen ja ursprünglich, oh Gott, wo kamen die denn raus? War das Fusion Enforcers? Ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber die kamen auf jeden Fall in Secret raus. Das sind auf jeden Fall sehr, sehr schöne Karten. Dann haben wir Trickstarner Kisse, zweimal Fullmetal Foes Alkahest, der war mal sehr teuer in Secret aus dem Originalset. Imduk, der Weltkelchdrache, oh Gaia, Säbel, der Blitzschatten. Eins der ersten Link-Monster, die rauskamen, halt wieder mal eine Gaia-Version. Es gibt ja eigentlich fast zu jeder Variante, zu jeder Kartenart eine Gaia-Version. Das war halt die Link-Version davon. Sieht eigentlich auch sehr schön aus. Kam, glaube ich, in Code of the Duelist als Secret Rare raus. Legen wir uns auch mal raus, sehr schön. Dann haben wir Strand von Kyoto zweimal, Akte Kaiju zweimal. Dann Verbannung der Finsterlords, auch eine sehr schöne Zauberkarte. Finsterlord Kontakt, törichte Begräbnisbeigaben. Duellantenallianz aus Maximum Crisis war das, glaube ich, eine Secret Rare, unglaublich teuer gewesen damals. Dann haben wir Entdeckung des Weltvermächtnisses. Herz des Weltvermächtnisses, zweimal. Finsterlord Verzauberung, das ist übrigens eine der schönsten Fallenkarten ever. Schaut euch das Artwork mal an. In Ultra, so wie in Secret aus ihrem Originalset, einfach mega schön. Einfach mega schön, Alter. Dieses Artwork, Leute. Nein, es ist einfach bezaubernd. Fuck, Alter, ich liebe dieses Artwork.
Und das nehmen wir dann auch gleich mal raus und tun es bei den Highlights hin, weil das ist wirklich eine sauschöne Karte. Und dann haben wir nie endende Albtraum zweimal. Das war auch eine Secret aus Maximum Crisis, glaube ich. Oder aus Flames of Destruction, eins von beiden. Ich habe mir damals das Display geholt und das war die schlechteste Secret und ich musste sie natürlich wieder ziehen. Ich habe die zwei schlechtesten Secrets gezogen. Wenn ich mir Displays kaufe, also moderne Displays, habe ich meistens Pech. Bei Oldschool Displays irgendwie immer Glück. So, es wird wohl wieder etwas Duelist-Saga-lastiger, wenn man so möchte. Dann haben wir hier Double Fin Shark zweimal, Death Shark zweimal, Saber Shark, Guard Penguin, Nummer 94 zweimal, Full Armored Crystal Zero Lancer. Okay, ja, die haben wir auch schon des Öfteren hier gesehen. Dann haben wir den Black Ray Lancer. Mehr durch. Brudonna, glaube ich. Bro Thunder, genau. Nummer 28, Titanische Motte, das Playset. Sehr schön die Karte. Nummer 70, die sieben Sünden oder irgendwie so. Oder schlimme Sünde. Nee, schlimme Sünde heißt sie, genau. Nummer 70, schlimme Sünde. Ist, glaube ich, hier rausgekommen und hatte bisher auch keinen Reprint. Zweimal. Legacy of a Hero, auch eine wunderschöne Karte, Leute. Vision Hero Vian, war damals auch recht teuer. Dark Lord Ukubak. Harpiens Featherstorm, die hat hier, glaube ich, sogar ihren Original Print gehabt und wurde dann später tatsächlich in dem Duelist Pack nochmal gereprintet, das Super Rare. Oh, Fallen Paradise, mega nice, mega nice. Das ist Heiligen Ungeheuer Support und das ist auch eine unglaublich schöne Zauberkarte. Ich will mir hier immer nur eine rauslegen, nicht alle drei, aber eine muss raus. Das ist tatsächlich eine meiner Lieblingskarten aus dem Set. Dann haben wir White Veil, Clear Effector, Cosmic Flare. Dann haben wir Recovering Wishes, Covering Wishes. Clashing Souls als Playset, Lightwing Shield zweimal, Vertrag mit Don 1000, auch eine coole Karte. Dual Taining, okay. Die Karte ist mir irgendwie, habe ich die nicht mehr so wirklich im Kopf. Wahrscheinlich wohl nicht so oft zu haben aus dem Set. Dann haben wir Monster Gate, auch cool. Honest muss doch rausgelegt werden. Heieiei. Ohne Honest geht doch gar nichts. So, dann haben wir den Goyo-Wächter. Seuchenverbreitender Zombie und Kampfausblender. So, dann schauen wir mal, was uns das nächste Pack bereithält. Offensichtlich Fists of the Gadget Stuff. Krasser Shit. Dann haben wir Anlaufgefreiter Command Dynamo. Okay, krass. Anlaufbefehl, Ausrüstungswechsel. Okay. Oh, sogar Secrets. Anlaufbefehl, Ausrüstungskraft in Secrets. Sehr schöne Karte. Mega nice. Da haben wir die grünen Apparate, rote Apparate, gelbe Apparate. Den gab es auch aus dem Turbo-Pack in Super Rare. Golden Apparat, tot geprintet. Silberner Apparat, auch übertot geprintet. Bruderschaft der Feuerfaust, Schwan, auch eine sehr, sehr schöne Karte. Im schönen Artwork. Ich muss sagen, die Bruderschaft der Feuerfaust finde ich immer cooler. Dann haben wir die Feuerfestung auf dem Gipfel Liang. Das ist auch eine sehr schöne Karte. Feuerformation Domai. Ultimative Feuerformation Sinto. Alter, das sind alles so geile Karten, ohne Witz. Dann haben wir hier Bruderschaft der Feuerfaust Gorilla, die kennen wir. Das war, glaube ich, auch eine Ulti aus Cosmoblazer, die haben wir gleich ein paar Mal. Bruderschaft der Feuerfaust Geist, einer meiner Lieblingsbruderschaft der Feuerfaust Monster. Auch cool. Dann haben wir Bruderschaft der Feuerfaust Hahn, dreimal. Bruderschaft der Feuerfaust Kardinal dreimal, dann den Tigerkönig einmal, Feuerformation Tensu zweimal und zweimal den Yoko. Es geht weiter mit Mystic Fighters. Ups. So. Dann schauen wir mal. Latenz, auch mega cool. Tauschkleriker, den finde ich ja sowieso cool vom Design her. Mega nice. Defcon Vogel, was sich die Designer dabei gedacht haben, weiß ich nicht. Den finde ich irgendwie nicht so cool. Verbotsschlange, sehr, sehr schön. Ultra geil. Ich liebe das Artwork, muss ich einfach sagen. Dann haben wir Signet Optimierung als Playset, Signet Konflikt, Codiersprecher. Die Codiersprecher mag ich ja sowieso eigentlich alle. Das ist tatsächlich mein Lieblings-Codiersprecher, nämlich der Schuss-Codiersprecher. Schade, dass das keine Ultra-Rare aus irgendeinem Structure-Deck oder so geworden ist, sondern halt eine random Super aus einem Only-Holo-Set. Aber trotzdem cool, vielleicht kriegt er irgendwann mal ein bisschen Upgrade, wäre cool. Elphase, dann haben wir Widerwort-Lanzenträger, Raster Liga, auch cool, erinnere mich so ein bisschen an Leotron. Falls ihr euch daran erinnert, an die Karte. Unterterror, Unterwälderin war ein Reprint, kam damals, glaube ich, in Maximum Crisis als Super Rare raus. Ist eines der schönsten Unterterror-Monster überhaupt. Sehr cool. Letzte Schlacht des Unterterrors. Dynamite-Kämpfer, der wahre Drachokrieger. Auch cool. Amorphage Unzucht.
Amorphage Goliath, kam in Shining Victories raus, war dort auch eine Super Rare, ist so ein bisschen der schmuckloseste von den ganzen, da finde ich die anderen halt geiler irgendwie. Dann haben wir Chronograph Zauberer und Hungrige Fusionsdrache, die Karte ist echt arm dran, Alter, von Secret Rare auf Ultra Rare, auf Super Rare, auf Rare, auf Common, auf alles runtergegradet, was halt so geht sozusagen. So, dann haben wir das nächste Pack und das kommt jetzt wohl aus Mystic Fighters, also dem Nachfolgeset von Fist of the Gadgets. Da haben wir Matemec Sigma, Sigma, Sigma. Dann haben wir den Nabler. Okay, dann haben wir den Subtraktion. Matemecs werden ja auch gerade gerne gespielt, haben mitbekommen. Viermal. Dann haben wir Multiplikation. Division. Dann haben wir, oh, Geomatemec Magma. Mega cool. Die habe ich mir damals auch aus Japan geholt gehabt oder bekommen. Geomatemec letztes Sigma. Wobei sich die beiden so dermaßen ähnlich sehen, dass ich die anfangs kaum habe auseinanderhalten können. Dann haben wir die Matemec Milliardenklinge in Ayuta. Matemec Superfakultät. Sehr, sehr, sehr schöne Karte. Wirklich sehr schöne Karte. Die will ich mir auf jeden Fall rauslegen, weil das Artwork einfach so geil ist. Das ist mal wieder so eine Fallenkarte, die gefällt mir einfach richtig gut. Dann haben wir Drachenmädchen Rentnerwachskeks, okay, dreimal, viermal, fünfmal. Drachenmädchen Schäwitz, zweimal, dann Drachenmädchen Hünke. Gastfreundschaft der Drachenmädchen, Wechsel der Drachenmädchen, Playset, ne, viermal. Ist übrigens auch ein sauschönes Artwork, muss ich sagen, sehr cool. Pause der Drachenmädchen, viermal, fünfmal, sechsmal sogar. Oh, Frodi, Generator Boss, der Schwerter auch noch als Playset. Sau cool, ich mag ja diese Generator Boss Karten. Da kommt ja jetzt dann auch in Ignition Assault, glaube ich, einer raus. Sehr, sehr schön. Dann haben wir ein weiteres Päckchen mit Mystic Fighters. Mega schön. Nämlich tatsächlich die eine Karte, die ich aussprechen kann. Das hast du mit Absicht gemacht. und zwar Jormungard. Generator Boss der Ewigkeit ist aber eine saucoole Karte. Zweimal in Secret, das ist natürlich ein Highlight. Die Generator Bosses in Secret sind immer ein Highlight, die legen wir auf jeden Fall raus. Die hatte ich schon lange Zeit, bevor Mystic Fighters bei uns rauskam, in Ultra Rare, saucool. Generator Boss Beute, 4-5-mal. Generator Boss Kampf, 3-mal. Generator Boss Raum, auch eine schöne Fallenkarte mit Hela drauf. Hela ist ja sowieso mein Liebling in der Richtung. Generator Boss Biss, auch mega geil. Schau mal, wie klein der Mensch im Verhältnis zu dem Riesenmaul ist. Leck mich am Arsch. So, dann haben wir den Trümmerdrachen, Bruderschaft der Feuerfaust, der Drache. Ein Balancer Lord, das war glaube ich mal irgendwie so eine, war das eine Super oder eine Common aus einem dieser Structure Decks? Aus Playset, Weltvermächtnis, Wachdrache, Mardak. Der war glaube ich auch eine Rare in irgendeinem der letzten Hauptsets. Wahrer König aller Katastrophen, sehr cool. Viermal, tatsächlich, mega nice. Dann haben wir Kanonenfeuer des Drachen. 2, 3, 4 mal. Stampfende Zerstörung 2 mal. Superverjüngung, die jetzt ja auch ihren Lost Art Print bekommt. Mega cool. Wieder aufleben. Gab es, glaube ich, in einem Turbo Pack als Secret, als Super Rare. Hier 3 mal. Dann die Drachenschlucht. Gab es, glaube ich, auch in einem Astral Pack mal als Super Rare. 5 mal tatsächlich. Signed Backdoor. Unterschlagung. Warum wir den jetzt geprintet haben, weiß ich nicht. Ist aber schön, dass die mal einen Holoprint bekommen hat. Starker Rückgang. Den Drachen wecken. 3 mal. Und du kommst zum nächsten Pack. So Leute, wir kommen auch schon zum letzten Pack dieser Sendung. Das ist jetzt offensichtlich Super Rare Stuff aus Chaos Impact, zumindest eine dieser Karten. Und zwar haben wir den Primal Großkong, oder Primineral Großkong, sorry. Finde ich aber mega cool vom Artwork her, muss ich sagen. Haben wir hier zweimal, dann haben wir das Gladiatorengeheuer Domitianus, okay. Aroma Seraphie, süßer Majoran. Viermal, Marienzessin Crystal Heart sozusagen, eine der schönsten Marienzessinnen-Karten überhaupt, Leute. Richtig geil. Ich bin ja kein Marienzessinnen-Fan, aber die Karte ist halt echt nice. Galaxie-Satellitendrache, eine der Super Rares, wo meiner Meinung nach tatsächlich so am wenigsten gezogen wird, weil, egal ob das Case von Creep-Fan war, das Case, das ich davon dann geschenkt bekommen habe oder so, der war immer am seltensten drin. Gorgon, Kaiserin des Bösauges. Bösauge ist natürlich immer nice, vollkommen klar. Bösauge, der Gorgonayo. Auch ein paar Mal drin. Friedliches Begräbnis. Dann haben wir Phantos, der Traumspiegelfreund. Ich finde die Idee von den Traumspiegeln wirklich nice. Dennoch gibt es nur einige wenige, die mir tatsächlich gefallen. Er gehört zum Beispiel nicht dazu. Traumspiegelfeind, das ist zum Beispiel eine Karte, die ich optisch ganz nice finde. Dann haben wir Oneiros, der Traumspiegel-Erlkönig. Dann haben wir Traumspiegel-Phantasmen. Traumspiegel-Hypnagogie. Ach du Kacke.
Und ja, das wär's gewesen. Vielen, vielen Dank, lieber Thomas. Mega nice. Schaut euch das mal an, Leute, was wir hier tatsächlich alles bekommen haben. Das sind nur die Highlights, Leute. Das ist einfach richtig krank, Leute. Mega geil. Schaut euch das an. Das ist teilweise Zeug. Das geht sogar ein bisschen was. Das ist gar nicht mal billig, Leute. Das ist gar nicht mal billig. Mega, mega schön. Mich freut's auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, lieber Thomas. Da gibt's auf jeden Fall nochmal ein Danke-Video dazu. Und ich würde sagen, wir sehen uns zu einer weiteren, zu einem weiteren gespendeten Mega-Opening. Und in dem Sinne, macht's gut und haltet die Ohren steif.